Hossa Internet von der ursprünglichen For Honor PC Community haben 95% der Spieler aufgehört zu spielen. Diese vernichtenden Zahlen kommen von der Analyse-Website GitHub und die erklärt, dass zu Beta-Zeiten bis zu 70.000 Spieler gespielt haben, zum Release immer noch 45.000 Spieler gezählt wurden, jetzt aber aktuell nur noch 3.400 gleichzeitige PC-Spieler online sind. Zum Start der Season 2 im Mai haben sich die Zahlen noch mal ein bisschen verbessert auf bis zu 4.700 Spieler gleichzeitig, seitdem sind sie aber bei 3.400 Spielern geblieben. Und damit übertrifft Ubisoft den eigenen Negativrekord, den zuvor bereits Tom Clancy's The Division aufgestellt hat. Da sind nämlich von der ursprünglichen Community 93% der Spieler abgesprungen. Dass Ubisoft auch anders kann, haben sie aber auch schon bewiesen, denn Rainbow Six Siege hatte auch am Anfang mit strauchelnden Spielerzahlen zu kämpfen. Durch enorme Anstrengungen hat man diese Spielerzahlen aber stabilisieren und nochmal steigern können. Arbeitet Ubisoft an einem neuen Splinter Cell-Spiel? Da halten sich ja schon seit dem Release von Splinter Cell Blacklist im Jahr 2013 hartnäckig die Gerüchte. Jetzt gibt es aber einen neuen Hinweis und der kommt vom Markenschutzportal Justia.com. Da hat Ubisoft nämlich einen neuen Markenschutzantrag zu Splinter Cell eingetragen. Die Besonderheit ist, dass es keine Verlängerung des bisherigen Antrags ist, sondern ein komplett neuer Eintrag, der auf den Namen Splinter Cell hört. Unklar ist, ob das natürlich jetzt schon der finale Titel des Spiels ist oder ob das Ganze nur ein Arbeitstitel ist, denn wenn es der finale Titel des Spiels ist, würde das natürlich darauf hinweisen, dass Ubisoft womöglich an einem Reboot arbeitet. Auch dazu gibt es seit geraumer Zeit Gerüchte, unter anderem das, dass der Originalsprecher Michael Ironside, der Sam Fisher in den vorherigen Spielen gesprochen hatte und dann für Blacklist ausgetauscht wurde, wieder zurückkehrt. Wir hoffen darauf, dass wir zur E3 mehr davon erfahren. To save lives. By taking them. Strange Brigade heißt das neue Spiel von Rebellion und das sind die Entwickler von Sniper Elite. Die hatten ja auch unter anderem die Sniper Elite Zombie Army Ableger gemacht und genauso albern wird auch Strange Brigade, denn diesmal spielt man eine Vierertruppe von 30er-Jahre-Helden, die in den entlegensten Winkeln des britischen Empires gegen okkulte Monster wie Zombies, Mumien und riesige ägyptische Sagengestalten antreten. Das Ganze wird als Koop-Shooter in der Third-Person-Perspektive gespielt. Jeder der vier Charaktere hat unterschiedliche Fähigkeiten. Strange Brigade soll für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Den Release-Termin gibt's noch nicht. Das war's für heute mit den News. Jetzt aber nochmal ein kleiner Hinweis für euch, denn ab dem Wochenende berichten wir schon von der E3 und das machen wir auch die ganze nächste Woche durch, live auf YouTube und Twitch. Würde mich also freuen, wenn ihr dazu einschaltet. Zu den News sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, weiterspielen.